Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Rusty, Rusty, Rust. So Leute, wir werden jetzt definitiv den Raid beenden. Wahrscheinlich nicht erfolgreich. Wir werden mal versuchen, das unzerstörbare Geschütz zu zerstören. Ihr seht, ich habe 3 Sprengladungen gecraftet. Ich habe auch mal eine neue LR genommen. Ansonsten seht ihr es. Wir hätten jetzt sogar noch mal 128, 100... Ach, ich habe jetzt keine Waffe mitgenommen, Alter. Komm, ich gehe kurz hier rein. 152 Schuss Expo-Moon. Wird sogar noch für eine Blechtür und noch eine Blechtür reichen. Oder mit ein klein bisschen Farmerama könnten wir noch mal auf 200 kommen für eine Morador. Ja, ist doch gut, Junge. Naja, was soll ich sagen, Leute? Wir werden sehen. Ich werde jetzt versuchen, die Sprengladungen, vor allem das Ding ist ja, die gehen ja auch nicht immer hoch, Alter. Es kann sein, ich schmeiße jetzt 3 Sprengladungen da runter und es explodiert nicht eine. Das ist halt... ja. Komplett Banane. Also... wirklich komplett Banane. Also wenn, dann muss ja ein Geschütz schon zerstörbar sein. Auch egal, aus welchem Winkel ich drauf schieße. Alter. Ansonsten sollte das jetzt nicht klappen, werden wir auf jeden Fall einmal runterspringen und gucken, was da noch für eine Tür ist. Einfach nur Interesse halber. Also ich werde nicht weiter raiden, der Raid ist für mich durch dann jetzt gleich. Ja, was ein bisschen schade ist, mir hat halt einfach, ja, 4 C4 haben mir gefehlt. Muss man einfach so sagen. Dann hätten wir nämlich jetzt noch einmal durch die Decke gehen können. Da hätten wir auf jeden Fall noch mal irgendwas gefunden, bin ich mir sicher. Ob ein Lootraum, ob TC. Oder halt vielleicht der Weg weiter. Aber auf jeden Fall wäre da noch irgendwas gegangen. Da bin ich mir sicher. Weil hier, also ja, wahrscheinlich hier drunter ist der Main Loot. Was wäre hier halt weitergegangen. Ne? Mit 4C4. Ansonsten bräuchten wir halt... mal eben gucken. Metal Wall waren aber, glaube ich... ja, 400 Schuss Expo-Moon, also. Das kannst du halt knicken. Eigentlich sollte ich die in Ruhe werfen können. Er sollte uns eigentlich nicht sehen, aber... so viel dazu. Ja, nee. Also macht mir keinen Spaß, das Spiel, Alter. Wie gesagt, wenn ich hier nur mal in den Winkel habe, muss ich halt auch draufschießen können. Es kann nicht Sinn des Spiels sein, dass du Geschütze nur leer ziehen kannst, Alter. Das ist halt... das ist schwachsinnig. Also, nee. Ja, natürlich geht sie noch nicht mal zu hoch, Alter. Spiel, ganz ehrlich, fick dich. Also, besser kann man es nicht treffen, Alter. Das war 1 von 3. Weiter geht's. Wenigstens haben wir jetzt mal einen Sound. Aber es war natürlich jetzt oben drauf, ja. Da macht es wahrscheinlich kein Damage. Aha. Das war's, ja? Das hat jetzt gereicht. Lächerlich. Eieiei. Muss eben eine Leiter holen, Leute. Junge, so ein Aufriss. Also.
sind, Leute. So, noch Muni, ey. Naja, gut. Dann sehen wir das nochmal jetzt. Leider Metalöfen. Guck mal, wie viel Muni da drin war. So viel zum Leerziehen. Okay. Ja. Schade, Leute. Wieso? Hier geht's weiter. Und dann geht's nochmal weiter. Einer Morador. Irgendwo müsste ja eigentlich noch die Sprengladung liegen, die nicht hochgegangen. Oder die ist hochgegangen und es kam, war einfach kein Sound da. Keine Ahnung. Weil die hat kein Damage gekriegt, oder? Nein, gar nichts. Ja, es wird ein kleines bisschen was fehlen, leider. Ich meine, wir können es versuchen. Oh, welche Scherben. Boah, das muss ich aber nicht nochmal machen. Ja, so nah und doch so fern, leider. Man wird wahrscheinlich nochmal nach Morador kommen. Aber ich nagel das jetzt noch drauf hier. Dann sehen wir, was noch draufsteht. Auf der Tür. Ich hätte halt echt, wie ich den ersten Gedanken hatte, hier durchgehen sollen, ne? Die Entscheidung, durch die Amore-Tür zu gehen, war halt verkehrt. Wären wir da hier durchgegangen, wäre alles gut gewesen. Dann hätten wir ihn komplett gewählt. Ich denke mal, hier hinter wird vielleicht nochmal irgendwie Web sein. Dann geht da ja noch ein Weg weiter und dann geht er da vielleicht nur leicht den Berg rein, wo der TC steht. Aber hey, wir sind unser Zeug jetzt gleich los. Und damit war's das. Weil wir können gucken, ob er mit Jackhammer Schaden macht. Aber ihr seht auch schon das Licht. Dahinter ist auf jeden Fall nochmal ein Geschütz auch. Was ja auch sinnig ist. Tja. Das war's. 122. Damit geht gar nichts. Ja, ich habe leider gar kein Sulfur mehr. Ich bin out of Sulfur. Also war es das für mich jetzt, Leute. Das war ein bisschen schade. Aber der eine Weg war halt einfach die verkehrte Entscheidung. Wäre ich da durch die Decke gegangen, wäre mir definitiv zu seinem TC und seinem Hauptloot gekommen. Aber so ist es, ne? So ist es. Ich könnte natürlich jetzt noch ein bisschen Sulfur farmen und so, aber Leute, habe ich eigentlich keine große Lust zu. Schon sehe, dass ich hier nochmal hinlaufen muss, ist schon. Ich hätte jetzt drüben nochmal 500 Sulfur oder sowas. Um.
Bringt halt gar nichts, ne? Also viele hätte jetzt nicht mehr gefehlt für die Tür noch. 100, seht, wie ihr seht, 100. Morodor sind 200 Schuss, glaube ich, ne? Ja, 30 Schuss oder so. Weiß ja auch nicht, dass jetzt hier gerade irgendwo ein bisschen so rumliegt. Was wir natürlich machen. Die Kiste ist weg, da war also jemand. Ich wollte gerade sagen, was wir natürlich machen könnten, wäre mal kurz dahin gehen, die Elite-Kiste öffnen, ob da ein C4 drin ist. Ein C4 hätte gereicht. Wir können natürlich kurz einmal in den blauen Bereich das smashen. Hier vorne. Ob da in der Elite-Kiste irgendwie ein C4 drin ist. Was sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Oder ob wir vielleicht sogar noch mal ein bisschen Glück eine Sprengladung finden. Obwohl eine Sprengladung, glaube ich, auch gar nicht ausreichen würde. Aber das können wir noch machen jetzt eben fix. Und ansonsten ist Feierabend, Leute. Leider die verkehrte Wahl getroffen mit der Wand. Muss man ganz klar sagen. Gut gebaut. Mit dem Dach und so. Ja, keine Ahnung, habe ich meine Meinung zu gesagt. Dafür, dass es... möchte ich auch gerne direkt ansprechen, wo dafür, dass du immer so ein Rumreiter auf irgendwelchen Regeln und so bist. Ist das schon ziemlich, auch mit dieser Treppe da so eingebaut, ja, ist eigentlich nicht hier server-like. Was jetzt für mich keine Auswirkungen hatte, ja, das muss man auch sagen. Gut, die Treppe wäre die nicht gewesen, wäre ich definitiv unten in die Wand direkt reingegangen. So vorhin hatte schon Auswirkungen gehabt. Aber natürlich so mit der Metalldecke definitiv gut ins ja gut auf die verkehrte Fährte gelockt, sag ich mal, ne? Definitiv. Ich hau's jetzt einfach hier rein, nur das ist mir gerade scheißegal. Somit dachte ich halt, ja nee, muss durch die Amore wohl gehen. Wäre die Decke aus Amore gewesen, wäre ich definitiv durch die Decke gegangen. Also von daher, das hat er schon wirklich gut gemacht. Da kann ich sagen, Lob und Anerkennung. Ach, ich muss eh hier nochmal rein. Also geht jetzt echt nicht um Loot. Nicht um Scrap oder sowas. Es geht jetzt echt darum, irgendwie viel Glück dann C4 zu finden. Ansonsten könnten wir natürlich auch durch den roten Bereich noch durchsmashen. Weil da haben wir dann auch nochmal zwei Elite-Kisten, wenn sie da sind. Was steigst du denn dann ab? Ja, na klar, blauer. Ja, gleich zwei blaue hier. Ja, sicher. Naja, Leute. Sollten wir jetzt hier nichts finden, dann ist das Raid-Kapitel auf jeden Fall durch. Wie gesagt, ums Raiden ging es mir jetzt auch nicht wirklich. Klar, da wäre schön gewesen,
nochmal zum CC zu kommen, oder? Ich denke, der Bolt wird einiges liegen haben. Kann natürlich jetzt noch ein anderer kommen, der da absahnt. Ja, wer weiß. Ja, können wir reingucken. Ja, die Spritzen hätte ich mitnehmen können. Ja, wieder, ich will mich jetzt hier nicht mit Looten oder so einen Scheiß aufhalten, ne? Ich guck nur kurz rein, ob da irgendwie eine Sprengladung drin ist. Wie gesagt, wenn wir jetzt viel Glück haben, finden wir einen C4, dann können wir die Morator nochmal wegmachen. Wir werden dann immer noch nicht weiterkommen. Da wird definitiv noch mindestens eine. Ich denke eher sogar zwei sein. Bis man zum CC kommt. Und zu unserem Main Loot. Die Fresse, Alter. Ja, natürlich ein Rocket Launcher, Alter. Braucht nur eine Sicherung im roten Bereich, ne? Ja, ich smash da jetzt kurz rein. Boah, wir können die Sicherung auch eben rausnehmen hier. Kann noch nicht viel weg sein. Ich glaube nicht, dass wir das Glück haben werden, aber. Dann haben wir auf jeden Fall alles versucht. Und gut ist. Und dann werden wir uns in den nächsten Folgen, ich weiß noch nicht, wie viele es werden, definitiv noch ein bisschen umgucken. Vielleicht versuchen wir mal in den Berg reinzukommen. Scrap rausgenommen, Alter. Was für Tröten hier. Ja, und ansonsten, wer weiß, vielleicht finden wir da nochmal einen Fight oder sowas später. Aber für mich ist jetzt hier gleich auch Feierabend. Stehen sie schon hinter, hat schon gehört. Wo ist er? Wenn ich hier jetzt sterbe, ist auch Feierabend. Also ich renne hier nicht normal hin. Da steht der Dicke schon. Kann er nicht mehr haben, ey. Ja, er ist halt einfach schon geil zu spielen, ey. Schon viel eher kaufen sollen. Ist er down? Ja, ne? Leider kein Stoffen. Down. Oben läuft noch was. Na, hier sind noch ein paar blaue. Da-di-da-da-da-da-da.
Okidoki. Drückt die Daumen, Leute. Das war der komische Heli. Fuck, Alter, das war's, ey. Alter, dann so eine... Ich spreche nicht aus. In der Kiste ist halt... Naja, Leute. Das war's. Ich habe nochmal alles versucht. Noch viel schneller. Hier hätten wir jetzt irgendwas gefunden. Haben wir leider nicht. Kann natürlich hier nochmal kurz in die Kisten gucken. Können hier nochmal ganz kurz rein. Da ist ja nochmal diese eine Waffenkiste. Ja, aber ansonsten. Soll es einfach nicht sein. Deckt euch irgendwie noch mit. Muss mal gucken. Vielleicht fahre ich jetzt noch mal ein bisschen so vor. So schnell sollte die Amorodor sich auch nicht reparieren. Und vielleicht mache ich die dann noch mal weg. Aber das kann ich euch noch nicht sagen. Ich werde jetzt erstmal eine Kleinigkeit essen. Ja, und dann werde ich das entscheiden. Ich glaube, ich werde einmal laufen. Eine kleine Runde hier, je nachdem wie viel Sulfur hier liegt. Das liegt halt in der Regel relativ wenig da. Aber wenn halt ein bisschen was da liegt, ja. So, noch mal ein bisschen Expo-Move machen können. Es fehlt ja echt nicht viel. Du gehst mir auch gleich hier eh auf den Sack. Na gut, Leute. Das war's. Ich hab's versucht. Ich habe mich leider verkehrt entschieden mit der Amorid Wall. Wie ich schon sagte, wenn das geplant war mit dem, dass er den Boden nicht aufgewertet hat, war es echt super. Wenn es einfach nicht gereicht hat irgendwie, dann... Aber ich denke mal, dass es so gewollt war. Gut, in diesem Sinne, Leute. Ja, ich weiß es noch nicht. Sehr wahrscheinlich mache ich jetzt Ende hier der Aufnahmesession. Muss mal gucken. Wie ich sagte, wie es nach dem Essen ist. Sonst machen wir vielleicht die eine Tür noch weg. Wir werden sehen. Ansonsten werden wir uns in der neuen Aufnahmesession sehen, wo wir einfach ein bisschen noch erkunden werden. Ne? In diesem Sinne, haut rein, bis dann. Ciao.